Aber jetzt möchten wir einen Gast begrüßen, der gerade am Anfang seiner Karriere, dieser Gast, es verstanden hat, die Schwächen zu einem Markenzeichen zu machen und das mit sehr viel Charme und das mit sehr viel Intelligenz. Und dass wir freuen uns, dass sie da ist. Sie feiert einen runden Geburtstag. Verona Poth besucht uns. Herzlich willkommen. Wir reden ja dauernd nur über Optimierung. Liebe Verona, du bist, wie gesagt, der runde Geburtstag, 50, man mag es nicht glauben. Du blickst auf eine erfolgreiche Zeit, auch und gerade als Geschäftsfrau zurück. Wie würdest du, wenn jemand jetzt, sagen wir mal, von einem anderen Stern käme, wie würdest du ihm erklären das Phänomen Verona Poth? Oh, dafür muss man eigentlich gar nicht vom anderen Stern kommen. Das ist, sobald ich den deutschsprachigen Raum verlasse, wissen natürlich die Leute, die man dann trifft, zum Beispiel auch gerade in den USA, in Los Angeles oder auch vor kurzem war ich sehr viel in Malibu, die wissen natürlich nicht, was ich beruflich mache. Und da kommt dann erstmal die Frage, ob ich wirklich Verona heiße, weil das ja eigentlich eine Stadt ist. Und ich sage tatsächlich, dann sagt irgendeiner, die hat mal gesungen. Und dann fängt die Katastrophe an. Ja, aber es ist lange her und keiner versteht, dass man mit Einsatz eine goldene Schallplatte holt. Und dann kommen sie auf den geschiedenen Ehemann und denken alle, der hätte das produziert. Das wird dann immer schlimmer. Und ich, nein, das war davor und der spielt keine Rolle. Dann sind sie am Überlegen wieder, ja, dann lesen sie was über meine Schulbildung, warum abgebrochen. Und ich, ja, weil ich dachte, mein Talent liegt woanders als im Abitur. Und zum Schluss, was machst du denn jetzt nun eigentlich? Und dann sage ich, na ja, also auch ein bisschen so Werbung. Ach, du bist Model in der Werbung, sag ich, wie man es nimmt. Also es ist sehr schwer, das zu erklären. Und deswegen habe ich früher immer aus Spaß gesagt, ich mache ein Praktikum, ich bin Journalistin. Inzwischen wird alles gegoogelt. Und irgendeiner sagt meinen Vornamen und die Amerikaner gucken mich so an. Dann holen sie das Handy raus. Und dann sehen die in der deutschen Sprache überwiegend ganz viele Einträge, sehr, sehr viele Einträge. Ja, und dann sagen sie, ja. Du bist doch ein Superstar, du bist drin. Aber keiner weiß wofür. Also alles verpeilt. Du bist ein Superstar und keiner weiß wofür. Das ist aber sehr so wie im realen Leben, man weiß eigentlich gar nicht wofür. Du hast am Montag groß gefeiert und du hast gerade elegant von Dieter Bohlen gesprochen. Ihr wart 4 Wochen verheiratet, hat er gratuliert. Nein, wir haben uns ja ewig nicht mehr gesehen, nicht geschrieben. Seid ihr euch nicht mal über den Weg gelaufen? Also, weil ich meine, es ist ja fast schon, das muss man erst mal schaffen, sich in 30 Jahren Fernseh schaffen, nicht zu begegnen. Nein, also das geht. Ich glaube einfach, dass er allgemein sehr wenig weggeht, weil wir beide sind ja auch viel unterwegs und dann gibt es mal die goldene Kamera oder den Bambi und es gibt ja auch viele interessante Veranstaltungen, aber ich glaube, so wie ich es mitbekommen habe, geht er sehr selten weg. Das ist zum Beispiel schon mal ein Glücksfall. Mhm. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wir haben uns einmal gesehen, das hatte ich auch mal kurz erzählt, am Flughafen und da waren bestimmt 15, 18 Jahre dazwischen. Ich lebe zwar mit einer Uhr mehr als Deko, aber ich habe nie eine Uhr gestellt. Meine Uhr ist jetzt 3 Uhr. Also ich will sagen, ich lebe auch zeitlos. Ich habe nie so eine Zeitspanne, wie lange was her ist, aber zwischen mir und Dieter waren bestimmt 12 oder auch 18 Jahre Sprachlosigkeit, die wir uns nicht gesehen haben. Was war denn die schönste Überraschung beim Geburtstag? Ja, also der Geburtstag an sich, ich fand es ganz interessant. Im Vorfeld haben die Medien immer sehr, sehr sich dafür interessiert, aber nicht unbedingt für meinen Geburtstag, sondern eigentlich, wie ich damit wohl umgehen würde. Ja, sie werden ja jetzt 50 und so. Es lag immer so ein bisschen in der Luft zu fragen, ob ich irgendwo ins Ausland flüchte oder ein Kissen über den Kopf ziehe oder ich drüber spreche und flach atme. Und ich so, nein, ich war schon immer so. Entweder gibt es eine richtige Party oder ich fliege mit Franjo nach Paris oder nach London, wir gehen schön essen. Aber mir ist nach einer großen Party. Ach, ehrlich? Und dann habe ich gesagt, ja. Und dann gab es interessanterweise auch viele Komplimente für die Zahl 50. Und dann habe ich gesagt, also ich habe da ja nichts zu beigetragen. Ich habe bis jetzt überlebt. Das ist auch schön so. Ja, und aber, auch durchaus. Also ja, aber so stolz drauf sein konnte ich jetzt ja nicht, sondern das bin ich vielleicht für meine Kinder, für meine Karriere. Aber ich bin es ja einfach geworden. Ja. Aber Stichwort Kinder. Bist du eine strenge Mutter? Ja, auf der einen Seite bin ich, glaube ich, schon streng, aber im Sinne so wie ein... meine Kinder nennen mich oder die ganze Familie El Comandante. Das ist so ein bisschen wie bei der Bundeswehr. Es wird Gründe haben. Es muss alles zack, zack gehen. Es hat eine deutsche Ordnung, auch wenn ich nicht so aussehe. Und
eine eigenwillige Pünktlichkeit, die hat nicht viel mit der Uhr zu tun, aber ich bin trotzdem sehr pünktlich, auch ohne Uhrzeit. Und ich habe hohe Ansprüche an meine Kinder und meine Erwartungen sind auch ganz, ganz hoch. Aber die liegen nicht darin, unbedingt Klavier spielen zu können, sondern das Beste aus sich rauszuholen. Und auch, wo wir bei der Disziplin Sport sind zum Beispiel, die finde ich auch sehr wichtig. Ich finde aber auch Disziplin wichtig für die Schule, weil ausgerechnet ich werde immer gefragt, müssen denn ihre Kinder Abitur machen? Sag ich, ja, natürlich, selbstverständlich. Ohne Abitur brauchen gar nicht mehr nach Hause kommen. Müssen die denn auch noch studieren? Sag ich, ja, mit Diplomen, allem drum und dran. Das finde ich für die heutige Zeit einfach auch wichtig, das den Kindern so mitzugeben. Ich bin ja eine Ausnahmesituation. Ich habe es mir ja auch nicht ausgesucht, dass ich so geworden bin. Also ist es so passiert. Johann, bist du als Soester ja ein strenger Vater? Nein, ich lasse es eher laufen. Meine Frau schimpft dann immer und das ist auch nicht gut. Also ich profitiere eigentlich von der Strenge meiner Frau, weil wenn sie nicht da ist, sind die Kinder sehr höflich und sagen... Sie könnte ja wiederkommen, oder? Ich bin, so ganz bin ich noch nicht dahinter gestiegen, aber ich bin nicht sehr streng. Meine Frau ist strenger, das finde ich aber gut. Also, auch für mich, ich profitiere davon. Mhm. Man glaube ich, ist ja als prominenter Mensch im Umgang mit seinen Kindern auch, man muss sich echt eine gute Strategie überlegen, wie man den Kindern sagt, das stimmt, wir wohnen hier im großen Haus und das ist alles ganz nett, das ist nicht die Regel. Nehmt es zur Kenntnis, freut euch dran, aber tragt es bitte nicht nach außen. Also ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als so angeberische kleine Gürn. Wie kriegt man das in den Griff, denen das richtig beizubringen? Also ich finde, das Angeben, wenn sie sehr jung sind, würde ich noch eher akzeptieren. Aber ich fördere es nicht und meine Kinder tun zum Glück nicht. Aber noch wichtiger finde ich, dass sie von innen heraus verstehen, dass die Welt sehr unterschiedlich ist und dass wir nicht alle die gleichen Chancen haben. Ich habe zu meinen Kindern gesagt, Diego ist jetzt 14,5. Ich habe gesagt, guck mal, Diego, du bist für mich das tollste Kind der Welt. Guck dich mal an, du bist alles, was man sich vorstellen kann in einem perfekten Kind. Und du hast so tolle Möglichkeiten. Du hast Eltern, die dich lieben. Du lebst in einem Land, das aktuell keinen Krieg hat. Du kennst keinen Hunger. Du bist gesund. Du siehst aus wie eine Million. Du bist intelligent. Du bist, hast einen kleinen Bruder, den du zweimal Schmierlappen nennst, aber der liebt dich. Und du hast einen Vater, der jeden Tag checkt, wo du bist, aus Liebe. Sich immer kümmert, weil Franja ist so ein kleiner Kontrollfreak, aber eher so aus Liebe. Und dann meine ich, und du hast auch mich noch on top und du sprichst drei Sprachen und ich schicke dich auf diese weite Welt hinaus, damit du was bewegst, dass du was erreichst, dass du ein Vorbild bist und dass du dein Ding durchziehst, ne? Dass du was ganz Besonderes bist, weil du musst von diesem Glück, das per Zufall an dich gekommen ist, dein Schicksal, musst du was zurückgeben. Mhm. Ich sagte, Mami, du redest immer so viel. Sag ich, hör mir zu und red nicht andauernd dazwischen. Ich rede hier mit dir. Dann meine ich, du bist auserwählt, was Besonderes zu sein und viele Kinder sind genauso toll wie du, aber die haben gar nicht die Chance, so in den Tag zu gehen, so etwas zu lernen und so geliebt zu werden wie du. Ne? Und wenn du das schon so bekommen hast, musst du auch verstehen, wir wissen auch nie, was in der Zukunft ist, kann sich auch mal alles ändern. Und dann musst du fit sein, dann musst du da stehen und mit allem klarkommen. Und ich versuche meinen Kindern immer wirklich so Auge um Auge, Zahn um Zahn, der Kleine kennt das schon, der hört auch immer so mit schon, ne? Und da sagt er, Mami, ja, ich hab's verstanden, ich muss es gleich nicht nochmal wiederholen, ich hab's verstanden, weil ich immer am Ende sage zu dem Kleinen, wiederhol. Du wiederholst das jetzt. Und zwar in drei Sprachen. Aber es ist mir einfach wichtig, ne, dass die Kinder auf Zack sind und dass sie auch Dinge verstehen. Ich sag immer, ihr seid kleine Schmarotzer, aber eigentlich nur per Zufall, wenn wir Business fliegen oder abgegradet werden, meine die First Class, dann stehen Diego und Rocco schon im Hintergrund so, Dankeschön, sag ich, hey, die bleiben in der Economy. Und dann, die, oh, das ist ja total gemein, meine ich, Rocco, du bist 1 Meter groß, was willst du denn da jetzt noch auf diesem großen Stuhl, ne? Und der Diego auch, aber ich habe auch gesagt, wisst ihr, wenn das mal so passiert, ist doch schön, ist ja auch oft vorgekommen, aber man muss sich auch was erarbeiten, man muss auch noch Dinge haben, über die man sich mal freut. Also ich bin das erste Mal überhaupt nach Mexiko geflogen, zu Miss Universe, so weit, und habe damals ein Ticket bekommen und habe mich so gefreut, dass ich dieses Ticket hatte. Und wenn Kinder so aufwachsen, dass sie alles schon haben, was sollen sie sich denn mit 18, 20, 30, 35, worüber sollen sie sich noch freuen? Wird schwer. Ja, ja, und ich versuche das zu dosieren, aber nicht künstlich, indem ich sage, 3 Holzspielzeuge. Und mehr gibt's nicht, aber gleichzeitig wohnen wir in Meerbusch. Macht ja auch wenig Sinn. Ja, ja. Nee, man muss halt die Balance irgendwie gut hinkriegen. Aber ich glaube, das ist eine ziemlich große Aufgabe. Aber ich komme ja auch selber aus einfachen Verhältnissen. Nicht aus ärmlichen, aber sehr einfachen Verhältnissen. Und ich verdanke meinen Eltern eigentlich mit Liebe und Intelligenz haben sie mich großgezogen. Ich bin ein typisches Scheidungskind, noch on top. Aber
ich hatte damals nicht diese Möglichkeiten und nicht so vieles um mich herum, was man mit Luxus vergleichen konnte. Aber ich habe es ja auch nicht vermisst in der Zeit, weil ich es ja gar nicht anders kannte. Aber dafür habe ich etwas Schönes gehabt. Ich hatte immer ein Ziel, mir was zu erarbeiten. Mhm. Da hätte ich alles schon bekommen als ganz junger Mensch, weil wüsste ich gar nicht, was mein Antrieb gewesen wäre. Das war also für mich auch ein ganz wichtiger Punkt, Karriere zu machen, weil ich wollte auch für mich sorgen können. Ja, und ich glaube, es war auch ganz, es war ja so angelegt auf Zufälligkeit, wenn man so von außen drauf geguckt hat, hat man gedacht, du bist da so reingeraten und suchst dir da irgendwie deinen Weg. Aber du hattest ja ganz klar immer ein Ziel vor Augen und du wolltest da auch, du hast ja gesagt, ich habe mir das ausgesucht, das Fernsehen oder wie auch immer, die Unterhaltungsbranche und wollte da wirklich Karriere machen. Ja, ich bin auch noch aus der Generation, das ist aber ein Satz, der wird heute noch oft zu Kindern gesagt, also wenn sie Schauspieler, Sänger werden wollen oder vielleicht auch einfach Musiker, ja, du musst erstmal was Ordentliches lernen, sprich studieren und dann hast du ein Standbein und wenn es dann nicht geht, dann kannst du immer noch zurück. Und genau das wollte ich persönlich nicht. Also ich habe mein Abitur abgebrochen und habe einfach gesagt, wenn ich ein zweites Standbein habe, werde ich mir auf der anderen Seite nie richtig Mühe geben. Mhm. Aber jetzt habe ich gar nichts mehr, sondern ich stehe hier eigentlich. Und ja, und wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wird das Zurückkehren immer schwieriger, je mehr Zeit vergeht. Und ich musste alles geben, um auf der einen Seite erfolgreich sein. Und erfolgreich war für mich nicht bekannt zu sein, sondern erfolgreich war für mich, die Dinge umzusetzen, mit denen ich Geld verdienen kann, um zu leben und die mir Spaß bringen und wo ich mich nie für schämen müsste, irgendwann mal, wenn ich Kinder habe, sondern sage, das habe ich gerne gemacht. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt. Aber hätte ich ein Abitur gemacht und ein Studium abgeschlossen, wäre ich vielleicht nie so, so aufs Ganze gegangen. Ich musste ja immer. Ich habe immer gedacht, jetzt oder nie. Also es gab keine Grenze. Also Unabhängigkeit war dir wichtig. Das kann ich zum Beispiel total nachvollziehen. Ich finde, unabhängig sein, also jetzt nicht nur materiell, sondern auch insgesamt mit seinem Leben, auch inhaltlich, ist, finde ich, fast das Wichtigste. Ging dir das auch so? Ja, also ich, man ist auch so unromantisch, wenn man oft über zum Beispiel Geld spricht und so weiter. Aber Geld ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe das so gesehen. Ich komme ja aus, wie gesagt, ganz normalen Verhältnissen. Meine Mutter hatte einen kleinen Friseurladen in Hamburg. Mein Vater hat als Ingenieur gearbeitet. Meine Eltern waren geschieden und ich kam auf jede Klassenreise. Ich bekam auch ein neues Fahrrad zum Geburtstag, aber das war es dann auch schon. Und für mich war das einfach so, ich habe nie davon geträumt, irgendwann mal finanziell unabhängig zu sein oder mir unbedingt Designersachen kaufen zu müssen, sondern ich wollte immer so viel Geld haben, dass keiner mir was zu sagen hat, spricht auch kein Ehemann. Ich konnte ja nicht wissen, wenn ich dann daraufhin heirate. Aber ich habe immer gedacht, nee, wenn das mal Streit gibt zu Hause, dann muss ich in der Lage sein, den Koffer zu packen und zu sagen, du kannst mich mal, schönen Tag noch. Noch lieber wäre mir eigentlich gewesen zu sagen, da ist die Tür, geh du doch mal. Ja, im eigenen Haus. Genau, und daran habe ich dann immer gearbeitet und habe mir dann auch mit, glaube ich, 25 meine erste Eigentumswohnung zusammengespart. Immer mit den Gedanken, wer auch immer hier mal einzieht, wenn es Streit gibt, da ist die Tür. Aber ich wollte unabhängig sein für diesen Moment, dass ich nicht bleiben muss, wo ich nicht sein möchte. Gibt es die Wohnung noch? Die war am Schulterblatt in Hamburg, die habe ich verkauft. Aber ich hatte sie eine lange Zeit, wo sie auch ganz nützlich war, wo ich denn da immer wieder rein konnte. Aber das war damals so mein Anker. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn alle Stricke reißen, hier kannst du immer rein. So war das. Wenn die Presse dich begleitet hat, mal wohlwollend, sehr viel wohlwollend eigentlich, aber auch natürlich manchmal mit Kritik, hast du dir das eine und das andere zu Herzen genommen? Also lässt du sowohl das Positive als auch das Negative nah an dich ran oder ist es dir wurscht? Nee, also wurscht war mir sowieso nie wirklich was und das dicke Fell will ich auch nicht haben. Das ist auch so ein bisschen was Unsensibles, ne? Also ich möchte ja schon sensibel bleiben. Aber man muss natürlich unterscheiden zwischen Menschen, die man mag, die einem was bedeuten, wenn die schlecht über einen reden, Missgunst. Das macht einen schon traurig, ne? Aber die Menge an sich, die Meute hat ja schon im alten Rom immer geschrien, umbringen, Kopf ab, alles. Die Meute, wenn die erstmal laut wird, ist die selten gnädig. Und wenn die Medien sich an etwas festbeißen, an etwas Negativem, dann macht das einfach Spaß, wie im alten Rom. Man sitzt ja sicher im Publikum, dann ist da immer so, ja, genau, hinüber mit der Geschichte. Aber das darf man nicht persönlich nehmen, weil ich glaube, dass jeder von uns ein Image hat und jeder der Zuschauer weiß, diese Person ist so und diese ist so und die ist beliebt oder nicht und die ist korrupt und die ist ehrlich. Und die Menschen auf der Straße, das kennst du auch, die, wenn sie dich mögen, machen sie immer diesen hier. Und auch mal bei sehr negativen Schlagzeilen haben die mir eigentlich wirklich die größte Freude gemacht. Das war am Flughafen, das war zwischendurch. Dann hatten, gerade bei der Kontrolle am Flughafen oft, dann checken die das und die haben ja auch echt einen anstrengenden Job. Ich finde es übrigens super. Ist doch egal, was in der Presse steht. Das haben sie toll gemacht. Und sie und Franjo,
So, und da bin ich echt immer nach Hause und habe mich gefreut. Und ich habe ganz ehrlich eine Konsequenz gezogen. Was die Presse schreibt, kann einen ganz schön ärgern und auch wehtun. Da gab es auch bestimmt schon einige Tränen von mir. Aber wenn die Leute dich sehen und einfach nur mal so machen, weil irgendwas gerade in der Zeitung stand, dann bist du wirklich glücklich, weil der macht das nicht mit Kalkül. Weil das ist nur zwischen uns denn. Ne? Und das ist dann echt schön in so einem Moment. Also Verona, insofern machen wir. Ja! Schön, dass du da bist, Verona! Wir sind eins. ARD.